könnte auch einen kleinen Weg dann zum Strand machen. Ja, das mache ich, glaube ich. Das mache ich, glaube ich. Das wäre eine gute Idee, dass wir hier so einen kleinen Weg zur Strandroute machen und hier vielleicht so einen kleinen Hafen hinkloppen. Also hier jetzt so einen kleinen Hafen. Und den Weg dann quasi da drüben, diesen Weg, weiterführen bis zum Strand. Das wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, das nehme ich dann mal in Angriff. Also jetzt nicht, aber halt, ich werde hier schon mal fleißig den Sand dafür weggraben. Natürlich die Erde, die davon auch im Weg steht. Okay. Seit der 1.4 gibt es übrigens ja auch neue Sounds für Minecraft. Man hört es vielleicht, wenn ich hier über Sand laufe. Und das Texture Pack wird eigentlich immer geiler. Das ist richtig nice geworden hier. Also Hannibal, da muss ich dich mal loben. Mal wieder, glaube ich. Ich glaube, ich habe Hannibal hier schon mal ein bisschen gelobt. Also das Texture Pack, bevor noch jemand fragt, es ist das Hannibal MK Basic, also Minecraft Basic. Es ist kein irgendwie so Special-Dingens da, ne? Es ist das ganz normale Basic. Link findet ihr in der Beschreibung. Falls ihr das gleiche wollt wie ich, dann nehmt das Kronk.de Texture Pack bzw. das Basic Texture Pack. Das sind beides die gleich. Hä? Was war denn das gerade? So. Also wie gesagt, eins von diesen beiden Texture Packs. Das sind, glaube ich, beides die gleichen. Und ja, dann könnt ihr da schön das gleiche Texture Pack haben wie ich. Obwohl das ja eigentlich so ein Standard Texture Pack ist. Also das ist ja quasi schon das Default von Minecraft, zumindest hier in Deutschland. Und ich merke gerade, der Strand geht da doch schon ein bisschen noch runter. Da werde ich, glaube ich, nur bis hierhin noch ausgraben. Da mache ich hier schon mal die richtigen Einfurchungen. Wir brauchen sowieso noch ein bisschen mehr Gravel, um diesen Weg bis hierhin zu bauen. So, machen wir den Sand bis dahin noch weg. So, da passt das. Das sieht, glaube ich, gut aus. Hier, dann machen wir auch noch so ein bisschen weg. Sand brauchen wir ja sowieso, deswegen ist das ja jetzt nicht allzu tragisch. Na, neue Schaufel mal wieder. Oh, wir sind übrigens gleich voll vom Inventar. Ich will eigentlich nie so wirklich ganz voll sein, weil das ist immer blöd ein bisschen. So. Hier. Ja, das muss alles schön aussehen, ne? So, ich glaube, das passt dann so. Machen wir noch den da raus und dann passt das, oder? Jo, passt. Da können wir nämlich hier jetzt kurz noch einen Weg reingraben und den schon mal mit Cobblestone auskleiden und den Gravel können wir ja dann später reinmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich das dann ganz bis zum Strand mache. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal. Ja, bis hierhin. Reicht erstmal. Und wir sind nämlich auch gleich voll. Habe ich, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Das ist jetzt blöd, dass ich wieder kein Gesprächsthema habe. Ich hatte bis jetzt eins eigentlich, aber das ist immer blöd in Minecraft, so nah am Spiel zu kommentieren. Also natürlich ist das schön erstmal, nah am Spiel zu kommentieren, aber man ist sich eben immer so im Zweifel, was man sagen soll. Na, das ist nicht unbedingt einfach. Und jetzt haben wir auch genügend Sand. Da werden wir gleich mal ein bisschen Sandstone draus machen. So, hier lege ich noch dort die Kabels lang. So. Okay. Gravel haben wir, glaube ich, relativ wenig. Da muss ich nochmal gucken, aber ich glaube, wo wir das letzte Mal geguckt haben, hatten wir relativ wenig und ich muss mal wieder was Neues essen. So, schön Hammer, Hammer machen, ne? So, reingefressen hier alles schön. Okay, das Feld ist auch relativ gut, aber wir brauchen jetzt erstmal nichts weiter zum Essen. Wir haben jetzt 8 Stück und jetzt craften wir uns noch ein bisschen Sandstone. Das ging doch irgendwie so, ne? Das ging doch, ja, genau, so ging das. Jetzt haben wir einen normalen Sandstone und den Rest vom Sand tun wir da oben rein. Haben wir erstmal 64, ich glaube, das sollte reichen. In die Alleskiste. Und Cobblestone brauchen wir sowieso noch. Erde benutze ich auch mal hier. Lasse ich auch mal hier liegen. Hier in meinem Inventar halt liegen. Und dann geht's wieder zurück in die Hölle. Dann haben wir den Tag doch hier in der richtigen Welt gut genutzt. Musste doch sein. So, durch hier und ab in das Höllenportal. Gut, ich kann vielleicht mal ein bisschen über die.
ein bisschen über die Änderung in der 1.4 reden. Und zwar ist ja Kartoffeln und Karotten sind neu dazugekommen. Das werden wir auch demnächst mal suchen. Also wenn wir auf Wanderschaft gehen in eine Wüste und so, dann werden wir demnächst mal ein bisschen Karotten und Kartoffeln suchen. Weil ich glaube, das bringt schon als Nahrungsquelle auf jeden Fall mehr als Brote. Und vor allem haben wir dann so einen schönen landwirtschaftlichen, ja, Staat. Nee, hier ein schönes landwirtschaftliches Haus mit einem Haufen Feldern drumherum. Das sieht immer schön aus. Deswegen ist das dann auch gut so. Ist gerade Nacht geworden. Haben wir also perfekt genutzt den Tag. Wir sind schon Level 17. Wow. Okay, dann jetzt aber rein hier. Bestimmt sind ein Haufen Pigment-Zombies bei mir gespawnt. Na, Frameskip, übelst. Oh. So, perfekt. Haben wir das nämlich auch geschafft. Und das sind ja schon die ersten Pigment-Zombies. Okay, die machen mir sowieso nichts, sobald sie nicht angreifen. Okay. Schnell hier. Ah, verpiss dich. Ich will dich jetzt nicht schlagen. Deine Textur sieht übrigens scheiße aus, ne? Ich will hier den Pigment-Zombie nicht schlagen, weil dann habe ich sie alle auf mich gehetzt. Das wäre nicht so toll. So. Jetzt noch einen Haufen Boden rein. Und dann hier noch eine Wand und natürlich die Decke noch vervollständigen. Mit der sind wir sowieso gleich fertig. Und dann haben wir nämlich erstmal alles schön mit Cobblestone ausgekleidet. Da brauche ich im Prinzip die Reihe gar nicht, aber gut, okay. Lassen wir mal. Wir haben ja genügend Cobblestone abgebaut. Na, na, na. Du setzt dich schon mal richtig hin. Okay. Bah, Mann. Ich kann. Bah. Moment, ich komme gleich zum Thema. Ich kann vielleicht mal eine kleine Frage vorbeugen, bevor die mir irgendwann mal in den Kommentaren gestellt wird von einem aktiven Minecraft-Gucker. Und zwar, was sind denn so meine Lieblings-YouTuber bzw. Lieblings-Let's-Player? Ich werde das jetzt auf Lieblings-YouTuber beziehen, da ich im Prinzip sehr, sehr wenig Let's Plays gucke. Also ich mache im Prinzip eigentlich nur, ich gucke gerade Kongs Lucius Let's Play, aber dazu werde ich nachher noch kommen. Ich mache da jetzt nicht so ein Top 10 oder so, das finde ich irgendwie affig. Ich mache mal ein ganz normales hier. Wer mir denn am besten gefällt. Also, natürlich gefällt mir William Johnson sehr, sehr gut. Das ist wirklich ein sehr, sehr schicker YouTuber. Also, der hat's drauf. Er hat ja jetzt Maker Studios verlassen. Also, sein eigentliches Partnernetzwerk hat er verlassen. Er hätte wohl das Geld oder so ähnlich, keine Ahnung, irgendwas hat er, um ein eigenes zu gründen. Wahrscheinlich eher die Erfahrung und die Leute und das Geld natürlich auch. Also, wenn er das Geld dazu nicht hat, dann frage ich mich, wer es denn hat. Bill Gates oder was? Wäre mal lustig, so, ja, ich bin im Partnernetzwerk von Bill Gates. Schön. Oh Mann, das wäre mal was Tolles. Naja, auf jeden Fall könnte er sein eigenes Partnernetzwerk aufmachen, gründen sozusagen, weil er ja Maker Studios verlassen hat. Warum hat er denn Maker Studios verlassen? Ich glaube, das war, weil hier, komm, sag's mir. Weil die irgendwie die vollen Rechte für EQ3 wollten, also die Show, die er immer macht. Und das hat sich Ray William Johnson natürlich nicht gefallen lassen. Und wenn er das nicht gemacht hätte und weiterhin im Netzwerk geblieben wäre, dann hätte ihn dann hätte. Dann hätte das, Mann, dann hätte Maker Studios die Produktion des Your Favorite Martian, also die Band quasi, die er hat, das Album hätte Maker Studios eingestellt. Ich finde Your Favorite Martian eigentlich ganz okay, also ich habe mir mal ein paar Songs von denen reingezogen, das ist jetzt sehr gut. Geschmackssache, ne? Also, ich habe es früher irgendwie mal gern gehört, also so vor ein paar Monaten, ne? Da war es irgendwie toll. Ich weiß nicht warum, aber gut, okay. Ja, Rayman Johnson hat also Maker Studios verlassen. Ich finde gut, dass wir dadurch gleich zu dem nächsten Thema gekommen sind. Aber ich weiß nicht, warum Maker Studios Rayman Johnson quasi. Das ist ja ein Rauschmiss. Wenn William Johnson damit nicht einverstanden gewesen ist, hätte ich aus Maker Studios selber jetzt gesagt: Nee, du, okay, da gehen wir das Risiko lieber mal nicht ein, dass er uns hier verlässt, sondern da hauen wir ordentlich rein und. Ja, keine Ahnung, hauen wir halt ordentlich rein. Also. Da lassen wir ihn drin, wollte ich sagen, genau.
lassen wir ihn drin. Also vor allem, das ist ja auch ein großes Image-Ding für Maker Studios geworden, weil William Johnson ist ja eigentlich schon einer der bekanntesten YouTuber, wenn nicht sogar der bekannteste. Und warum Maker Studios den jetzt eigentlich rausschmeißt, verstehe ich nicht ganz. Wir wollten hier übrigens Eisen brennen. 1, 2, 3, 4. So. Und wir haben noch keine Truhe. Schön. Da mache ich gleich mal aus dem ganzen Holz, was ich hier habe. Ein paar Truhen. Ja, zwei Stück reicht's. Okay, wo stellen wir denn die Truhen hin? Ich glaube, wir machen hier mal so ein paar kleine Einkerbungen für Truhen. Oder hier, weil hier ist, glaube ich, eine Wand. Nein, verdammt. Verdammt! Hier ist ja unser Zimmer dahinter. Ach, Mann. Aber dahinter ist ja, glaube ich, frei, oder? Ist dahinter, Netherrack? Ja, nein, eben nicht. Okay. So, dann würde ich sagen, wir kloppen hier erstmal ein schönes Aussichtsfenster rein. Obwohl wir hier nicht gerade die beste Aussicht haben, oder? Ja, irgendwie ist die Aussicht nicht so Bombe. Wo kloppe ich denn da jetzt das Aussichtsfenster rein? Wow! Wow! Der Gast ist ja mal scheiße drauf heute. Ich würde sagen, wir machen... Wenn wir hier vom Höllenportal kommen, machen wir hier das Aussichtsfenster rein? Ja, würde ich schon sagen, ne? Das ist vielleicht so breit wie das Höllenportal machen, oder? Ja, weil... Wow! Mistviech! Zum Glück habe ich Flint und Steel dabei. Oh Mann, ey, jetzt hat das Ding mein Höllenportal ausgelöscht. Verdammt, ey. Das ist scheiße. Mann, das Ding hat mein Höllenportal ausgelöscht. Oh Mann. Ja, ich hab's auch genau bei der Glasfront stehen. Ja gut, egal. Also, wir zünden das gleich mal wieder an. Zum Glück haben wir Flint und Steel dabei. Sonst wären wir hier, glaube ich, für immer gefangen. Da hätte ich cheaten müssen. So, perfekt. Ist das wieder angeswitcht. Okay, jetzt machen wir... Hier noch. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch zwei in die Richtung. Also hier jetzt auch noch zwei. Und dann natürlich noch das ganz oben weg. Ich glaube, die Dinger, die sehen uns. Also die Gast, die sehen uns durch das Fenster durch. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Oder ob die wirklich nur einen sehen, wenn kein Block dazwischen ist. Weil so ein Fenster zählt ja, glaube ich, schon aus Block. Also. Okay. Scheiße. Ich dachte, da hat gerade jemand was geschossen. Das wäre scheiß gesehen. Da drüben, scheiß gesehen. Oh, Moment. Ich merke gerade, ich habe, glaube ich, gar keinen Optifine drin, oder? Doch. Okay. Das sind doch... Ich dachte, ich hätte da gerade was gesehen. Diese Blazers da. Ja, da ist doch ein Spawner. Blazers, oder? Das sieht nach einem Blazer aus da. Okay. Da gehen wir irgendwann später nochmal rüber. Jetzt noch nicht, weil wir kennen uns hier noch ein bisschen zu wenig aus in der Hölle. Ich würde mir gerne erstmal so eine schöne Festung bauen, bevor ich rüber zu der anderen Festung gehe. Vielleicht verbinde ich das Ganze hier dann auch. Muss ich da mal sehen. So, jetzt haben wir aber erstmal hier ein schöne Aussicht. Du funkst mir hier nicht rein. Ha, verbrenn, du scheiß Viech. Mann, du bist feuerresistent. Ach, Mann, du bist doch scheiße. So. Ja, das Höllenportal steht irgendwie kacke. Ich kann mir nicht helfen. Das haben wir halt so mitten reingesetzt. Ich weiß ja nicht. Wir können hier hinten schon noch im Wohnraum irgendwas machen, aber... Ich würde sagen, wir kloppen hier erstmal ein Fenster rein, oder? Kaum ein Fenster kann doch sein. So ein großes irgendwie, so. Also kein wirkliches Fenster, sondern... Dass man hier auch eine schöne Aussicht hat. Vielleicht das so? Ich überlege gerade. Ich glaube, das sieht gut aus. Das müssen wir so ein bisschen im gotischen Stile machen. Dass das auch schön an die Hölle angepasst ist. So, ich glaube, das sieht gut aus. Da haben wir so ein kleines Chevrolet-Kreuzchen. Ne? Und da passt das. So, hier passt jetzt auch. Da machen wir hier noch ein paar Fackeln hin. Da und
da und da und verdammt, das war die letzte Fackel. Okay, da lasse ich die Fackeln am Höllenportal mal weg. Da. Perfekt. Und dann machen wir hier eine Brücke rüber zum Dingens. Das machen wir aber irgendwann später. Ja, darüber machen wir noch eine Brücke. Und hier haben wir jetzt erstmal eine kleine Aussicht. Die, als nächstes kommt, glaube ich, hier die Einrichtung von diesen kleinen Dingens. Hier haben wir wirklich keine gute Aussicht. Also da ist wirklich dieses Ding in der Mitte. Aber wenn ich das da abreiße, ich glaube, das dauert zu ewig. Du funkst mir nicht dazwischen, du Gast. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie lange nehmen wir denn schon auf? Ja, 32 Minuten. Da würde ich sagen, das war jetzt auch das Ende dieser Folgen, die ich aufgenommen habe. Wir sehen uns in der nächsten Minecraft-Folge wieder. Wir haben hier angefangen und hier stoppen wir auch wieder. Bis dann, ciao!